Ich begrüße Sie ganz herzlich zum nächsten Vorlesungsteil Allgemeine Pharmakologie. Im nächstfolgenden Vorlesungsblock soll es gehen um Antibiotika. Und dieser Block steht direkt hinter unserem riesigen Block ZLS-Pharmakologie, wo wir eigentlich denken können, boah, wir atmen mal durch, jetzt haben wir die ganze ZLS-Pharmakologie zusammen gemacht und jetzt kommt schon der nächste Hammer hinterher. Und das kenne ich aus meinen Erfahrungen, aus Gesprächen auch an der Universität, genau wie die ZLS-Pharmakologie stellt die Kenntnis der antibiotischen Therapie ebenfalls einen riesigen Stolperstein dar und viele Studierende der Humanmedizin und auch der Zahnmedizin stehen tatsächlich auf Kriegsfuß mit diesem Themengebiet. Und das liegt einfach daran, weil die Zugänglichkeit so sperrig ist. Das heißt also, es ist unheimlich schwer zu entscheiden, durch welche Tür wir jetzt in dieses Themengebiet hineintreten, weil mir ist es immer wichtig, dass wir uns ein System erarbeiten, das uns zumindest in einem gewissen Rahmen erlaubt, logische Zusammenhänge zu erkennen und die dann auch fürs Lernen zu nutzen, weil dann nämlich Zusammenhänge besser im Kopf hängen bleiben und die Anwendbarkeit dann logisch wird. Auswendig lernen kann hier auf dem Themengebiet der antibiotischen Therapie überhaupt keine Lösung sein, ist null zielführend, ja, weil einfach unser Kurzzeitgedächtnis nicht dafür gemacht ist. Also müssen andere Strategien her. Und das Problem, wenn wir uns mit der antibiotischen Therapie auseinandersetzen, ist, dass wir unser jetzt gewohntes Schema verlassen müssen. Wir haben immer anatomische und physiologische Grundlagen vorausgesetzt oder vorangestellt, um dann Pharmakologie zu machen, um sie verständlich zu machen. Das ist hier nicht möglich. Hier geht es jetzt um Infektionskrankheiten, sodass wir einen anderen Weg wählen müssen. Und das ist der Weg über die oder der Umweg über die Mikrobiologie. Und das ist eigentlich das, was den ganzen Schrecken begründet. Das heißt also, wenn wir nicht uns irgendwie ein handhabbares System der Mikrobiologie erarbeiten, dann wird es extrem schwierig, Zusammenhänge der antibiotischen Therapie hier dann auch zu erkennen und zu behalten. Sodass wir das einfach gemeinsam auf die Art und Weise versuchen. Und ich selbst habe das auch in der Form noch nicht gemacht, sodass es für mich jetzt genauso eine Herausforderung sein wird wie für Sie. Wenn wir jetzt die Einführungsvorlesung anschauen, und das blende ich jetzt ein, dann werden wir hier kurz beleuchten. Einmal allgemeine Aspekte, ja, einer bakteriellen Welt. Wir werden kurz reden über Alexander Fleming und werden dann eine Differenzierung machen von Gram-positiven und Gram-negativen Keimen, ja, in Bezug auf den Zellwandaufbau. Dann werden wir ganz kurz die 12 für mich relevanten Antibiotikagruppen hier an die Tafel bringen, ja, als Übersicht, dass wir sehen, über was wir in vielen Vorlesungen dann zu sprechen haben. Wir werden über Funktionsblöcke hier sprechen, dann werden wir sehen, was sich da hinten dran versteckt. Und dann werden wir noch kurz Resistenzmechanismen hier entsprechend beleuchten. Was mir dann wichtig ist, wir werden dann in der Folge jede Antibiotikagruppe einzeln besprechen, und zwar einmal in einer Vorlesung, die sich direkt in Bezug setzt auf die mikrobiologische Grundlage und Eigenschaften der Antibiotika. Und wir werden dann in einer zweiten Extra-Vorlesung verschiedene typische, prototypische Infektionskrankheitsbilder in Beziehung setzen zu dem, was wir uns in der Erstvorlesung erarbeitet haben. Und hier werden wir anschauen Erkrankungen wie Otitis media zum Beispiel, Sinusitis, Tonsillitis, dann die extern erworben, also die CAP, die Commonly Acquired Pneumonia oder auch die Hospital Acquired Pneumonia, also die nosokomiale Lungenentzündung. Dann werden wir reden über Zystitis, Pyelonephritis, Zellulitis und dann noch über Borreliose und unter Umständen auch über Hirnhautentzündung, Meningitis, sodass wir 12, 13 Infektionssituationen haben, die wir dann direkt erstmal in Beziehung setzen zu unserer Einzelantibiotikumgruppe. Und dann werden wir ganz am Schluss, wenn wir alle Antibiotika durch haben, diese Krankheitsbilder nochmal in ihrer Gesamtheit miteinander besprechen, sodass wir dann so eine Art Synopsis machen, indem wir dann alle Behandlungsmöglichkeiten dann in der Art und Weise zusammenfassen. So viel vorneweg, und dann werfe ich jetzt den Beamer an und wir steigen ein in die Einführung Antibiotika.
So, steigen wir gemeinsam ein und machen einfach mal so ein paar interessante Vorbetrachtungen. Wenn wir über antibiotische Therapie reden, ja, ist das immer anthropozentrisch. Jetzt müssen wir aber sehen, dass wir vielleicht den Blick mal wenden und gucken, in was für einer Welt leben wir eigentlich. Und wenn wir mal auf die Biomasse schauen, dann sehen wir, die Bakterien auf der Erde haben eine Biomasse von 70 Gigatonnen, das heißt 70 mal 10 hoch 9 Tonnen. 7,5 Milliarden Menschen kommen nur auf 0,06 Gigatonnen. Das bedeutet also, ein Faktor von mehr als 1000 übersteigt uns die bakterielle Biomasse. Und wenn wir das jetzt noch auf die Individualzahl beziehen, dann explodiert das natürlich hier entsprechend, sodass wir sagen können, wir sind eigentlich nur Gast auf einem bakteriellen Planeten. Das bedeutet auch, dass eukaryotische Lebensformen von Beginn an in einer Koexistenz mit der bakteriellen Welt gelebt haben. Und das äußert sich in vielen, vielen Eigenschaften, die wir selber auch noch hier in uns haben. So können wir sehen, dass von den 10 Billionen Zellen des Menschen, ja, darauf leben noch 10-mal mehr Bakterien, ja, auf unseren Oberflächen im Darm. Sodass bei 80 Kilogramm Gewicht etwa 5 Kilogramm Bakterien zusammenkommen. Und das ist ganz wichtig. Das Mikrobiom ist wichtig für die normale Funktionalität des Organismus. Ja, weil nämlich der Organismus sich ein einzigartiges Mikrobiom kultiviert. Ja, das Immunsystem, vor allen Dingen im Darm, spielt hier eine wichtige Rolle. Und hier weiß man zum Beispiel, dass eine Verarmung des Mikrobioms, das wir zurzeit beobachten, dann dazu führt, dass vor allen Dingen Autoimmunerkrankungen ansteigen in ihrer Zahl. Das bedeutet also zum Beispiel Neurodermitis, Asthma bronchiale oder auch chronisch entzündliche Darmerkrankungen, Heuschnupfen, das nimmt zu. Und das liegt einfach daran, weil wir sauberes Trinkwasser haben. Früher nahmen wir die Fäkalkeime unseres Nachbarn über das Grundwasser auf. Dann gibt es weniger vaginale Geburten, die dann das Neugeborene inokulieren. Dann wird weniger gestillt. Das bedeutet, dass Darmmikrobiom kann sich nicht optimal ausbilden und die antibiotische Therapie hat dazu beigetragen, dass es zu einer Verarmung des Mikrobioms kommt mit entsprechenden Folgeschäden für den menschlichen Organismus. Dann können wir sehen, 37% unseres Genoms sind bakterielle Gene und hier möchte ich nochmal ganz explizit in Erinnerung rufen, wenn Sie in der Schule das gehört haben, die Endosymbiontentheorie. So wissen wir, dass zum Beispiel Pflanzen mit Chloroplasten wahrscheinlich photoautotrophe Endosymbionten in ihren Zellen haben, also Bakterien. Und dasselbe gilt für Tiere auch. Ja, tierische Zellen und damit auch unsere Zellen enthalten Mitochondrien, die nichts anderes sind als aerobe Bakterien, die irgendwann in der Evolution endosymbiontisch aufgenommen wurden und in die Zelle integriert wurden, sodass wir eigentlich von dem Blick aus gesehen schon ein mischfunktioneller eukaryotisch-prokaryotischer Organismus sind. Also hier verläuft die Trennung dementsprechend nicht scharf. So, wenn wir jetzt aber das Ganze ein bisschen fokussieren auf das Krankheitsbild, ist natürlich klar, dass bei all dem, was ein funktionelles Mikrobiom für wichtige Eigenschaften hat, dann bei dem Erscheinen pathogener Keime natürlich bakterielle Infektionen auftreten können. Und das war natürlich bis Anfang des 20. Jahrhunderts eine der Haupttodesursachen und ein Grund für eine geringe Lebenserwartung. Das hat sich dann geändert. Dieses Bild darf natürlich in keiner Antibiotikum-Vorlesung fehlen. Sir Alexander Fleming, der im Jahr 1928 dann das Penicillin entdeckt hat. Durch einen, ja, wie das manchmal so ist, Kultivationsfehler. Er hat unsauber gearbeitet und eine Penicillium-Spore ist auf seine Streptokokkenkultur gefallen und als er aus dem Urlaub zurückkam, hat er einen pilzfreien Hof dort in den Platten erkennen können und hat daraus geschlossen, dass Pilze in der Lage sind, antibakterielle Substanzen zu produzieren. Und das war der Beginn der Untersuchungen zum Penicillin, das dann zur Isolation und später dann beginnend Anfang der 40er Jahre zur industriellen Produktion hier entsprechend geführt hat. So, was wir jetzt als nächstes gemeinsam machen wollen. Wir haben gesagt, wir brauchen eine Grundlage, mit der wir zumindest große Komplexe der antibiotischen Therapie irgendwie intellektuell handeln können. Dazu müssen wir auf die Bakterien schauen. Das heißt, das nächste, was ich jetzt mit Ihnen machen möchte, ist, wir werden jetzt grundsätzlich schauen, ja, wie unterscheiden sich zwei wichtige Gruppen von Keimen, die dann auch pathogen werden können,
in Bezug auf eine Färbereaktion, die wir als Gramfärbung bezeichnen. Und das ist natürlich mittlerweile Allgemeinwissen. Es geht hier um Gram-positive und Gram-negative Bakterien. Und was dahinter steckt, das werden wir uns jetzt anschauen. Und da werden wir schon drüber sprechen oder es andeuten, was eben jetzt diese unterschiedliche Struktur, die eine Gram-positive bzw. Gram-negative Färbung dann begründet, wie die sich auf eine antibiotische Therapie dann in letzter Konsequenz auch auswirkt. So, wenden wir uns jetzt gemeinsam dem ersten wichtigen, grundlegenden Aspekt zu, den wir brauchen, um nachher zu verstehen, wie sich antibiotische Therapie unterscheidet in Anwendung an Gram-positiven bzw. an Gram-negativen Keimen. Ja, sodass wir hier schon sehen, dass wir Erkrankungen, bakterielle Infektionen, die von Gram-positiven Erregern exklusiv dann ausgelöst werden, antibiotisch anders behandeln können als bakterielle Infektionen, wo wir auch gram-negative Keime finden. Schauen wir uns das gemeinsam an. Wir werden im Laufe der Vorlesung das konsequent immer so handhaben, dass wir unsere gram-positiven Keime immer in blau und die gram-negativen Keime immer in rot darstellen, sodass wir also dann kein Wort mehr drüber verlieren müssen, sondern an der Farbe sehen wir schon, wie die entsprechenden Keime dann einzuordnen sind. Wenn wir jetzt hier Zellwandstrukturen anschauen. Bakterien brauchen eine Zellwand, um dem osmotischen Druck standzuhalten, den sie natürlich in ihrer Umgebung und dann auch als Pathogen im Menschenorganismus ausgesetzt sind. Wasser dringt ein wegen der höheren Salzkonzentration und die brauchen eine Zellwand, eine Art Korb, die dann diesem Druck standhält. Und der ist unterschiedlich aufgebaut zwischen gram-negativen und gram-positiven Keimen. Das einfache Modell sind gram-positive Bakterien, das, wie soll ich sagen, schickere Design, ja, weiterentwickeltere Modell, das sind die gram-negativen Keime und das werden wir gleich sehen. Schauen wir uns die Zellwand, das also das Äußere eines gram-positiven Keimes an. Außen findet sich eine Polysaccharidschicht, ja, so eine Art Schleimschicht, die das Bakterium außen dann bedeckt. Die ist aber leicht zu durchdringen und hat auch mit dem Schutz vor osmotischen Problemen hat die nichts zu tun. Darunter folgt aber jetzt die erste funktionelle Struktur und das ist die sogenannte hier in gelb angegebene Peptidoglykanschicht. Das mache ich als Abkürzung vielleicht hier nochmal hin und blende es auch ein. Diese Peptidoglykanschicht, die schauen wir uns gleich an, die bildet den stabilen Korb, ja, und damit die Struktur, die dem osmotischen Druck standhält. Und erst unterhalb dieser Peptidoglykanschicht folgt eine Biomembran, die dann natürlich Wasser, Ionentransport, Nährstofftransport in und aus das Bakterium heraus dann kontrolliert. Relativ simpel. Jetzt schauen wir uns gram-negative Bakterien an. Außen unsere Polysaccharidschicht, ja, Mucopolysaccharide. Und jetzt haben wir die Weiterentwicklung unter der Mucopolysaccharidschicht folgt die erste Biomembran. Und wenn wir hier über Biomembran sprechen, meine ich eine ganz normale Phospholipid-Doppelmembran, wie wir sie typischerweise kennen. Ich habe die Struktur hier nochmal ganz grob aufgezeichnet. Erst unterhalb der Biomembran finden wir unsere Peptidoglykanschicht, also die Schicht, die die Korbstruktur macht. Das bedeutet also, im Unterschied zu gram-positiven Bakterien ist die Peptidoglykanschicht in gram-negativen Bakterien nicht direkt von außen erreichbar, weil eine Biomembran obendrauf sitzt, die den Durchtritt von Molekülen hier verhindert. Das heißt also, wir haben einen Schutz dieser Korbstruktur. Und unterhalb der Peptidoglykanschicht kommt eine zweite Phospholipid-Biomembran, die dann wiederum Eintritt von Salz, Wasser, Nährstoffen ins bakterielle Zytoplasma entsprechend kontrolliert. So dass wir also schon sehen, wenn wir antibiotische Therapie andenken, hier müssen wir eigentlich, um das Bakterien zu schädigen, eigentlich uns nur mit einer Biomembran auseinandersetzen, plus einer frei zugänglichen Peptidoglykanschicht. Und hier haben wir es mit zwei Biomembranen zu tun, die alles hier natürlich entsprechend schwieriger macht. So, bevor wir das weiter funktionell betrachten, folgen wir mal dem roten Pfeil und schauen uns jetzt nochmal an. Das mache ich hier nochmal.
dass wir kurz betrachten, wie diese Peptidoglykanschicht aufgebaut ist. Und auch das machen wir nur ganz kurz. Die ist aufgebaut aus zwei sogenannten acetylierten Aminozuckern. Das sind einmal N-Acetylglucosamin und das zweite ist das die N-Acetylmuraminsäure. Und die werden miteinander verknüpft über Oligopeptide. Machen wir jetzt mal hier hin. Oligopeptide, auch das blende ich nochmal ein. Das sind kurze Peptidstückchen, deren Aufgabe es ist, diese acetylierten Aminozucker miteinander zu verknüpfen. Und das Enzym, das unsere Oligopeptide mit unseren beiden acetylierten Aminozuckern verknüpft, ist die sogenannte Transpeptidase oder Penicillin-bindendes Protein. Boah, und jetzt sind wir schon direkt drin in der in der antibiotischen Therapie, weil wir sehen, dass diese Transpeptidase, die physiologisch als Enzym diesen Peptidoglykankorb aufbaut, dass der offensichtlich was mit antibiotischer Therapie zu tun hat. Und das werden wir jetzt gleich hier betrachten. Was macht also die Transpeptidase? Die Transpeptidase, die ist aktiv hier in unserer Peptidoglykanschicht und verknüpft dort Oligopeptide mit unseren beiden acetylierten Aminozuckern. Und zwar immer das N-Acetylglucosamin mit der N-Acetylmuraminsäure. So dass wir jetzt sehen, und das machen wir jetzt mal, dass wir hier dann, hier haben wir auch Acetylmuraminsäure, Glucosamin, so und so. Und dann kriegen wir hier eine Verknüpfung und hier. Und hier kriegen wir eine Verknüpfung und hier und hier. Und hier und hier, sodass wir jetzt sehen, dass die enzymatische Aktivität der Transpeptidase aus den Peptiden und diesen Aminozuckern einen stabilen Korb generiert. Das bedeutet aber im Umkehrschluss, dass die Aktivität der Transpeptidase, die diesen Korb generiert, dass die für das normale Funktionieren des Bakteriums von essentieller Bedeutung ist. Weil wenn wir dieses Enzym ausschalten würden, dann kann diese Korbstruktur während der Zellteilung ja nicht erneuert und modifiziert werden und dann geht der Korb kaputt. Sie können sich das vorstellen, wenn diese Bindungen nach und nach nicht verknüpft werden, dann wird der Korb immer weicher und dann wird die Zellwand immer dünner und dann platzt das Bakterium. So dass also eine wichtige antibiotische Struktur hier schon benannt ist, nämlich die Transpeptidase. Was bedeutet das jetzt funktionell für uns? Und diesen ersten Schritt machen wir schon im Blick auf unsere antibiotischen Medikamente. Wenn wir jetzt hier drauf schauen, dann wird jetzt ganz klar, warum Gram-positive Keime viel einfacher antibiotisch zu erreichen sind als Gram-negative Keime. Und wahrscheinlich ja, sprudelt es schon raus, wenn Sie den Film dann schauen, ist da ganz klar, dass Sie sagen, logisch, wenn ich da drauf schaue, hier fehlt eine Biomembran. Das bedeutet also für uns jetzt, wenn ich unsere Transpeptidase, ja, die ich natürlich als Enzym in meiner Peptidoglykanschicht habe, das trifft natürlich auch für unsere gramnegativen Keime zu, dann sehe ich jetzt, dass diese Transpeptidase in grampositiven Bakterien für mich direkt erreichbar ist. Das heißt also, wenn ich antibiotisch ein solches Bakterium angreife mit dem Willen, die Transpeptidase zu hemmen, um den Peptidoglykankorb aufzulösen, dann ist das hier total simpel, weil nämlich keine Biomembran meine Peptidoglykanschicht schützt, sodass also jetzt im Umkehrschluss, das mache ich vielleicht in Rot, jetzt unsere Transpeptidase in der Peptidoglykanschicht ganz einfach hier gehemmt werden kann. Oder andere Substanzen, die vielleicht Transpeptidase unabhängig irgendwie mit der Peptidoglykanschicht interagieren, und das werden wir sehen, das sind Glykopeptide, die kommen auch ganz einfach hier in die Peptidoglykanschicht, weil die Membran fehlt. Das heißt also, hier haben wir eine gute Zugänglichkeit, wenn wir die bakterielle Zellwandschicht hier direkt antibiotisch irgendwie stören wollen. Jetzt gehen wir mal hier rüber, gramnegativ. Ja, was haben wir also jetzt? Das Problem, ja, wenn wir die Transpeptidase hemmen wollen, ist hier Feierabend.
eine Biomembran, eine Phospholipid, ja, Doppelschicht verhindert, dass mein antibiotischer Hemmstoff, der an die Transpeptidase will, überhaupt an die Peptidoglykanschicht gelangt. Das schützt gramnegative Bakterien vor diesem Therapieprinzip. Das heißt also, die sind eigentlich von Natur aus resistent gegen eine solche antibiotische Behandlung. Jetzt haben wir aber, Gott sei Dank, immer Ausnahmen. Ja? Und die sind fürs Lernen immer schlecht, für die Anwendung aber manchmal gut. Und das betrachten wir jetzt gerade. So dass wir jetzt sehen können, ja, dass wenn wir mit der Peptidoglykanschicht interagieren, generell sagen, Gramnegative sind raus, bis auf folgende Ausnahmen. Und das versuche ich jetzt mal so zu machen, indem ich das wegwische, weil es gibt gramnegative Keime, die in der oberen Biomembran Porenproteine haben, sogenannte Porine. So, und eins von den Dingern mache ich jetzt mal hier hin. Das wäre ein Porin. Und was wir jetzt natürlich sehen, die Porine, die können so groß sein, dass sie für eine Vielzahl von externen Molekülen durchgängig sind. Und solche Keime sind auch wichtige pathogene Keime. Und das werden wir gleich sehen, wie zum Beispiel Neisserien oder Spirochäden. Die sind zwar gramnegativ, also ein hoch evolviertes Zellwandmodell, aber durch die großen Porine, die sie exprimieren, werden sie natürlich diesem Therapieprinzip sofort wieder zugänglich, weil nämlich jetzt eine antibiotische Substanz, die wir einsetzen wollen zur Hemmung der Peptidoglykan-Synthese, über die großen Porine die erste Biomembran überwindet und dann natürlich entsprechend auch hier unsere Transpeptidase hier hemmen kann. Und das werden wir gleich sehen. Und das ist vielleicht ein kleiner Vorgriff schon mal, wie wir jetzt sehen können, wie die Auseinandersetzung mit mikrobiologischen Beschaffenheiten uns verstehen lässt, warum bestimmte Antibiotika irgendwo wirken und irgendwo nicht wirken. Wir werden als erstes die Penicilline anschauen. Penicilline sind typische Substanzen, die in der Lage sind, unser penicillinbindendes Protein respektive die Transpeptidase zu binden und zu hemmen. So, wenn wir uns das jetzt anschauen und die Frage kommt, welche Keime können wir mit Penicillinen antibiotisch behandeln, dann muss die erste Antwort sein, grampositive Bakterien. Keine Biomembran. Das Penicillin geht in die Peptidoglykanschicht, hemmt die Transpeptidase, Feierabend mit Peptidoglykanbildung, der Korb löst sich auf, das bakterienisiert. Zweiter Teil der Antwort, auch gramnegative Keime können behandelt werden, die große Porine besitzen. Das sind zum Beispiel Neisserien und Spirochäden und das werden wir gemeinsam anschauen, sodass es sich immer lohnt, auch diese Strukturen mal zu betrachten, weil wir damit die Grundlage legen zum Verständnis antibiotischer Wirkung. Und darauf kommen wir nachher nochmal zurück, sodass hier die Take-Home-Message nochmal zusammengefasst ist. Gram-positive Keime, frei zugängliche Peptidoglykanschicht und damit frei zugängliche Transpeptidase, gramnegative Keime, Phospholipid-Biomembran schützt die Peptidoglykanschicht, kein frei zugängliche Transpeptidase. Ausnahmen sind die Keime, die große Porine bilden und das werden wir dann im Folgenden gemeinsam miteinander betrachten. Nachdem wir uns Zellwandstrukturen angeschaut haben, machen wir den nächsten Schritt und gucken uns für uns wichtige pathogene Keime oder potenziell pathogene Keime ein, die wir dann in Krankheitsbildern dann auch noch differenziert besprechen wollen. Ihr habt jetzt gesehen, das geht auf der Tafel immer so ganz leicht schräg nach links mit der Schrift. Ich versuche das immer zu vermeiden, es gelingt mir aber meistens nicht. Sehen Sie mir das nach. Was wir jetzt machen, wir beginnen mit gram-positiven Keimen. Hier gilt, gram-positive Bakterien sind in der Regel Kokken,
Auch hier gibt es ein paar wenige Ausnahmen, die wir aber dann hier entsprechend mit Kästchen dann nochmal dann dargestellt haben. Das heißt also Korken, sodass wir das auch an den entsprechenden Speziesnamen dann auch natürlich sehr schön erkennen können. Was haben wir für wichtige Vertreter, die wir brauchen, um ja, uns eine Grundlage zu legen zum Verständnis antibiotischer Therapie? Wir beginnen mit einem ganz wichtigen Vertreter, das wäre Staphylococcus aureus, ja, Staphylococcus, also die goldene Traube aus dem Griechischen, ja, der natürlich ein relativ hohes Krankheitspotenzial besitzt. Und das machen wir an dieser Stelle vielleicht gerade mal zusammen. Warum ist Staph aureus ein so prominent pathogener Keim? Weil Staph aureus verschiedene Eigenschaften erwerben kann, die ihm helfen, unserer Immunantwort zu entgehen. So haben wir, und das mache ich vielleicht mal in Klammern, dieser Keim die Möglichkeit, Katalaseaktivität zu erwerben. Ja, das kürze ich hier ab, blende es hier ein, Katalase. Was hat das damit auf sich? Unsere First Line of Defense, das haben wir in der Immunpharmakologie gemacht, besteht unter anderem auch aus Neutrophilen. Die produzieren durch Aktivität von NADPH-Oxidasen Sauerstoffradikale, reaktive Sauerstoffmoleküle, die antibakteriell wirken. Bakterien, die diese Sauerstoffradikale entgiften können, entgehen natürlich diesem Detoxifikationsmechanismus und überleben. Und dazu brauchen sie Superoxid-Dismutasen und sie brauchen Katalasen, klassische Sauerstoffradikal-detoxifizierende Enzyme, die in einer Immunabwehrsituation dann das Überleben sichern. Also klarer Evolutionsvorteil. Dann, auch das kürze ich ab mit Co, und da meine ich Coagulase, auch das blende ich ein. Das heißt, sie können Coagulase-Aktivität erwerben. Das bedeutet, sie sind dann in der Lage, mit unserem endogenen Gerinnungssystem zu interagieren. Sie aktivieren dann die Kofaktoren 3, 5 und 8, das haben wir alles in der Hämostasiologie gemeinsam besprochen, und sind dann in der Lage, unser Prothrombin zu aktivieren, sodass sie also durch die Coagulase-Aktivität sich selbst einen Fibrin-Körper generieren, in dessen Mitte sie sitzen und damit für Immunzellen nicht zugänglich sind. Also auch hier die Möglichkeit, der Immunantwort zu entgehen. Und auch das kürze ich nochmal ab mit Beta-L, also Beta-Lactamase-Aktivität. Das heißt also hier die Aktivität Penicilline und Penicillin-Subgruppen dann zu spalten, sodass die antibiotische Therapie sinnlos wird. Deswegen sind Staph aureus-Keime gefährlicher, und wir denken hier zum Beispiel auch an den Methicillin-resistenten Staph aureus, der dann sogar noch andere Transpeptidasen erwirbt, sodass wir es hier mit einem relativ gefährlichen Zeitgenossen zu tun haben. Der nächste Keim wäre der Staphylococcus epidermidis. Ebenfalls noch gefährlich, weil er ebenfalls Coagulase und Beta-Lactamase erwerben kann. Dann hätten wir Staphylococcus saprophyticus, den haben wir meistens auf der Haut, und Staph hemolyticus, um das mal mit vier Erregern hier umfänglich dann ausreichend darzustellen. Dann kommen wir zu den nächsten Typen, das sind Streptokokken. Und wenn wir das jetzt mal vergleichen mit den Staphylokokken, dann können wir sagen, dass Streptokokken mit Streptococcus pyogenes und Streptococcus pneumoniae eigentlich, ja, wie soll ich sagen, schwache Gestalten sind. Die sind eigentlich Verlierer in der antibiotischen Therapie. Ja, das sind irgendwie so Weichlinge. Die können nämlich anders als Staph aureus weder Katalase noch Coagulase noch Beta-Lactamase sich erwerben. Das heißt also, die sind antibiotisch relativ gut dann hier auch zu erreichen, weil hier solche Mechanismen, wie wir sie bei Staph aureus sehen, eben nicht greifen. Dann hätten wir Pneumokokken, ja, das sind also Diplokokken unter dem Mikroskop. Dann hätten wir Peptokokken, Enterokokken und Nokardien, um mal wichtige Gruppen zu nennen. Wenn wir jetzt auf die rechte Seite der Tafel gehen, haben wir hier noch zwei weitere wichtige Keime stehen, Listerien und Gardnerella, die aber eine Abweichung sind von der Regel, das sind keine Kokken, sondern das sind Stäbchen, wenn das auch manchmal gerade bei Listerien und Gardnerella nicht so gut auf den ersten Blick zu erkennen ist. Und dann haben wir eine wichtige Gruppe von Ausnahmen aus der Kokkenregel, und das sind unsere obligat
und oder fakultativ anaeroben Keime, die jetzt auch für wichtige Krankheitsbilder verantwortlich sind. Und das sind Stäbchen. Ja, das heißt, wir betrachten hier grampositive Stäbchen. Das wäre einmal Clostridium. Und da klingelt es schon, Clostridium in einer Vielzahl von verschiedenen Keimen als obligater Anaerobier, vor allen Dingen im Erdreich, aber dann auch gefürchtet in schlecht sterilisierten Konservendosen. Hier vor allen Dingen unser Clostridium botulinum, ja, sodass wir sehen, wir haben Clostridium difficile, Clostridium tetani, Clostridium botulinum und perfringens. Was für Krankheitsbilder stecken hinten dran? Hier haben wir die pseudomembranöse Colitis, die wir antibiotisch auslösen können, den Wundstarkrampf. Hier haben wir den Botulismus und hier haben wir mit dem Perfringens den Gasbrand, der hier ausgelöst werden kann. Dann haben wir als weiteren Anaerobier Stäbchen, Gram-positiv, Corynebacterium diphtheriae, ja, Erreger der Diphtherie. Und wir haben Bacillus anthracis, den Erreger des Milzbrandes. So, dass wir also jetzt hier zusammenfassend mal wichtige Vertreter schon mal auf der Tafel haben, die uns dann im Laufe der zahlreichen Vorlesungen dann wahrscheinlich regelmäßig begegnen werden. Wir merken uns Gram-positiv in der Regel Kokken, besonders gefährlich hier Staphylokokken. Ausnahmen sind hier vor allen Dingen unsere Anaerobier als anaerobe Stäbchen, die wichtige Krankheitserreger darstellen. Machen wir den nächsten Schritt, logischerweise konsequent, gram-negative Keime sind in der Regel Stäbchen, also anders als bei den gram-positiven, die in der Regel Kokken sind, aber auch hier gibt es Ausnahmen und die nenne ich gleich, ja, zum Beispiel Neisseria sind typische Kokken, die aber gram-negativ sind, das heißt also auch hier haben wir entsprechende Ausnahmen. So, was haben wir für wichtige für uns, vor allen Dingen vom Patho physiologischen Standpunkt aus, antibiotischen Standpunkt aus für wichtige Vertreter. Das ist eine große Gruppe, das sind die sogenannten Enterobacteriaceae. Wichtige Vertreter, die in diese Gruppe gehören, wären Escherichia coli, dann Citrobacter, Enterobacter, Klebsiellen, ein Problemkeim, können wir hier eigentlich schon mal auch schon gleich markieren, Salmonellen, Shigellen, Erreger der Ruhe und auch Brotzellen, typische Enterobacteriaceae. Auch das im Vorgriff schon auf das, was alles zu besprechen ist. Hier merken wir uns, diese Gruppe der Enterobacteriaceae wird klinisch zunehmend problematisch, weil sie sich Resistenzen erwerben, die man bezeichnet als ESBL. Das sind plasmid-kodierte Lactamasen und steht für, und ich blende es hier ein, Extended Spectrum Beta-Lactamasen. Das heißt also Enzyme, die unsere Beta-Lactam-Struktur, ja, die wir haben bei Penicillinen, Cephalosporinen, Monobactamen, die können die spalten und da müssen wir dann nochmal drauf zurückkommen. Also das ist etwas, was unter Umständen dann klinisch zurzeit dann sich hier entwickelt. Dann haben wir weitere Vertreter unserer gram-negativen Keime. Neisseria, hier erinnern wir uns an Neisseria meningitidis, kann Hirnhautentzündung auslösen. Oder Neisseria gonorrhoe, der Auslöser, ich sage es jetzt mal salopp, nicht der gonorrhoe, sondern des Trippers, also einer Geschlechtskrankheit. Dann Haemophilus, ja vor allen Dingen Influenzae hier, Proteus mirabilis, Morgana, dann hätten wir Pseudomonas aeruginosa, ebenfalls ein ausgesprochener Problemkeim, Acinetobacter, unter Umständen ein Problemkeim in Krankenhäusern, Moraxella, vor allen Dingen bei Atemwegs- und HNO-Infektionen beteiligt und Helicobacter, denken wir an die Magenulzeration. Und dann haben wir eine letzte Gruppe von gram-negativen Bakterien, die wir als Spiroschäden bezeichnen. Die haben also so eine Korkenzieherartige Struktur. Und das wären zum Beispiel Treponemen. Hier denken wir an Treponema pallidum, den Erreger der Syphilis, weitere Geschlechtskrankheit. Dann Borrelien, Borrelia burgdorferi, Leimborreliose oder auch Leptospiren, die in diese Gruppe gehören, sodass wir hier auch nochmal hier einen Überblick haben über typische gram-negative Keime. Jetzt habe ich das ein bisschen abgesetzt. Hier steht jetzt atypisch und ich habe es auch nicht in Rot ja, hierhin gebracht, weil das divers differenziell diskutiert wird.
Ja, das ist so ein bisschen problematisch. Manchmal findet man sie eingeordnet in die gramnegativen Bakterien. Ja, es ist aber auch ganz klar mit der Standpunkt vertreten, dass sie aufgrund ihrer atypischen Eigenschaften, ja, die besitzen zum Beispiel dann auch wie Legionellen oder Mykoplasmen keine richtige Zellwand, ja, die haben andere Eigenschaften. Was sie aber vereint, ist, dass Rickettsien, Legionellen, Chlamydien und Mykoplasmen als atypische Erreger eigentlich nicht einsortiert werden sollen zu den gramnegativen Keimen. Ja, wir stellen sie aber so ein Stück weit hier in die Nähe. Was aber wichtig ist, diese vier Erreger sind intrazelluläre Erreger. Ja, das heißt praktisch, das packe ich hier nochmal hin, intrazellulär mit einem Ausrufezeichen, weil wir nachher sehen werden, dass nicht alle Antibiotikagruppen in der Lage sind, auch intrazelluläre Keime dann auch antibiotisch zu erfassen. Ja, hier bräuchten wir also dann zum Beispiel Makrolide, Aminoglykoside zum Beispiel, die das gut können. Penicilline zum Beispiel könnten das nicht. Sodass wir also auch hier uns das merken, dass diese vier Keime, Rickettsien, Legionellen, Chlamydien und Mykoplasmen, die typische Eigenschaft haben, intrazelluläre Erreger zu sein, die, ja, zumindest wenn wir in die Literatur gehen, in die Nähe der gramnegativen Keime hier dann entsprechend gestellt werden. Verschaffen wir uns jetzt als nächstes einen Überblick über die verschiedenen Antibiotikagruppen, die uns zur Eradikation respektive Behandlung unserer Bakterien, unserer Keime zur Verfügung stehen, die wir uns eben in der Übersicht angeschaut haben. Wir haben hier mal 12 wichtige Gruppen respektive Vertreter, die dann jetzt in der Vorlesung vorkommen werden. Ja, also das erhebt jetzt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, obwohl wir nahezu dann doch an die 100% kommen, aber die eine oder andere Substanz, die wird unter Umständen nur am Rande mal besprochen, wie zum Beispiel das Nitrofurantoin, ja, weil das in der Therapie keine so überragende Rolle dann hier spielt. Wir fangen an mit der ersten wichtigen Gruppe, das sind die Beta-Lactam-Antibiotika. Dazu würden gehören unsere Penicilline, dazu würden gehören unsere Cephalosporine, dann würden dazu gehören Carbapeneme und die sogenannten Monobactame. Ich blende das hier nochmal ein. Alle diese Substanzen sind Substanzen, die mit der Transpeptidase der Peptidoglykanschicht interagieren. Dementsprechend sind es Zellwand-Synthese-Hemmstoffe. Und hier können wir schon sehen, ja, wenn wir auf die erste Gruppe schauen, der Beta-Lactam-Antibiotika, hier wird jetzt klar, nach dem, was wir eben besprochen haben, das sind natürlich jetzt Substanzen, mit denen wir präferenziell gram-positive Bakterien antibiotisch behandeln können, weil die Transpeptidase, die gehemmt wird durch diese Substanzen, in der Peptidoglykanschicht direkt zugänglich ist, weil uns die Phospholipid-Biomembran außen entsprechend fehlt. Dann haben wir Glykopeptide. Auch die Glykopeptide sind klassischerweise Zellwandsynthesehemmer. Die machen das aber jetzt nicht durch Interaktion mit der Transpeptidase, sondern die binden sich an die Oligopeptide und verhindern so die Quervernetzung, ja, sodass wir praktisch hier als Mechanismus die Oligopeptide hier erwähnen müssen. Das werden wir alles im Detail noch besprechen. Substanzen wären zum Beispiel Vancomycin oder Teicoplanin. Dann hätten wir Phosphomycin, ebenfalls ein klassischer Zellwandsynthesehemmer. Was hier aber gehemmt wird, ist die Bildung der N-Acetylmoraminsäure. Es hemmt ein Schlüsselenzym für die Bildung dieses acetylierten Aminozuckers. Das stört natürlich dann ebenfalls die Peptidoglykan-Synthese. Ein ganz wertvolles Antibiotikum, weil es auch gegen medizinresistenten Staph aureus zum Beispiel wirkt oder auch gegen vancomycin-resistente Enterokokken. Also hier ein sehr gut wirksames Präparat. Dann hätten wir als nächste Gruppe Aminoglykoside. Die machen eine Wirkung auf die Proteinbiosynthese. Machen wir mal hier Biosynthese, spritzt das mal ab, indem sie mit der 30S
bakteriellen ribosomalen Untereinheit interagieren. Ich mache das mal so, 30S, Untereinheit hier mit Bindestrich, aber wir haben eine klassische 30 und 70S Untereinheit bakteriell statt 40 und 60 des eukaryotischen Ribosoms. Das heißt, nur bakterielle Ribosomen sind hier entsprechend dann betroffen. Hier führt das zu einem falschen Einbau von Aminoacyl-tRNAs. Auch das betrachten wir im Detail noch. Und das führt zu Nonsensproteinen. Ja, machen wir hier nochmal hin. Das heißt, Proteine mit einer falschen Aminosäure-Grundstruktur, die sind dann falsch gefaltet, sind funktionslos und diese Substanzen haben dann auch einen langen postantibiotischen Effekt, weil diese Proteine relativ lange in der Zelle dann auch verweilen. Schauen wir uns an die Makrolide. Makrolide sind ebenfalls Hemmer der bakteriellen Proteinbiosynthese. Das machen sie aber durch eine Interaktion mit der großen 50S. Untereinheit des bakteriellen Ribosoms. Das ist jetzt in der Art und Weise wichtig, weil die Translokation verhindert wird. Ja, und das bedeutet also, die wachsende Aminosäurekette, die kann am Ribosom nicht langlaufen, weil sie stehen bleibt und das führt zum Abbruch der Translation. Dann haben wir Lincosamide, der einzige Vertreter wäre hier das Clindamycin, werden wir auch noch dazu kommen. Auch das Clindamycin interagiert mit der 50S-Untereinheit, ist ebenfalls ein Protein-Biosynthese-Hemmer. Dann haben wir die Tetracycline, ja, vier Ringsysteme, wie das hier der Name schon sagt, Tetracycline, interagieren ebenfalls mit der Protein-Biosynthese. Über Interaktion mit der 30S-Untereinheit, ja, mit der 30S-Untereinheit und praktisch, was wir hier haben, hier wird die Anlagerung der Aminoacyl-tRNAs, die wird verhindert. Ja, ich mache das mal so, keine Anlagerung der Aminoacyl-tRNAs, die mit dem entsprechenden Aminosäure kommen. Das heißt, auch hier haben wir dann Stopp der Translation, Ende der Proteinbiosynthese. Dann haben wir Fluorchinolone, ein weiteres Therapieprinzip, das sind sogenannte Gyrasehemmer. Oder ich mache das mal mit Bindestrich hier, oder Topoisomerasehemmer. Das sind Enzyme, die braucht das bakterielle Genom, das ja ringförmig organisiert ist, braucht Gyrasen respektive Topoisomerasen, um während der Replikation den durch die Polymerase generierten praktisch Aufspiralisierung der DNA, diese Spannung aufzuheben, indem es die DNA-Stränge durchtrennt. Ja, die werden entspiralisiert und zusammengesetzt. Ja, wenn diese Topoisomerase nicht funktioniert, dann wird praktisch der sterische Druck so groß, dass die DNA-Polymerase nicht weiterlaufen kann. Das heißt, die Replikation wird gehemmt und das führt dann zum Zelltod. Das heißt, der Effekt liegt hier auf DNA-Ebene. Dann haben wir Cotrimoxazol. Besteht aus Trimethoprim und Sulfomethoxazol und hemmt die zweischrittige Folsäuresynthese in Bakterien. Bakterien sind anders als Menschen in der Lage, Folsäure selber herzustellen. Das machen sie aus Dihydropteridin, P-Aminomethylbenzosäure und Glutamat. Das können wir Menschen nicht, wir müssen das über pflanzliche Nahrung aufnehmen. Bakterien können das sehr wohl. Wenn aber die Folsäuresynthese gehemmt wird, ja, dann steht das natürlich nicht mehr für Purin-Pyrimidin-Synthese dann zur Verfügung, für die wir die Folsäure brauchen. Das heißt also praktisch, dann haben wir eine bakteriostatische und dann bakteriozide Wirkung, sodass wir also hier die Folsäure als entsprechende Zielstruktur hier haben. Dann haben wir das Metronidazol. Das Metronidazol bildet im anaeroben Milieu, wirkt also nur im anaeroben Bereich ohne Sauerstoff, eine Nitrogruppe und die interagiert dann mit DNA. Das heißt also, DNA-Addukte werden hier gebildet. Ja, das heißt also, ich mache das mal so, DNA-Schäden, die im anaeroben Bereich hier entsprechend gesetzt werden, sodass wir hier praktisch auch die DNA eigentlich als Zielstruktur angeben können. Und dann haben wir das Linezolid.
Hier sind wir wieder bei der Proteinbiosynthese. Und Linezolid ist ein sogenannter Initiationshemmer. An der 50S-Untereinheit des bakteriellen Ribosoms bindet die Substanz und hemmt die Initiation, also den Start der Translation, sodass also auch hier praktisch dann, schreiben wir hier nochmal hin, Initiation, sodass durch die Initiationshemmung der Translation dann ebenfalls keine Proteine mehr gebildet wird, wirkt allerdings nur gegen Gram-positive Erreger. Und dann haben wir das Nitrofurantoin, ja, da ist nicht so genau bekannt, wahrscheinlich Hemmung DNA, RNA, Proteinsynthese, die Daten sind so ein bisschen unzweifel oder praktisch wenig eindeutig, sodass ich auch die Substanz hier so ein Stück weit in Klammern gesetzt habe, weil die wird jetzt in der Vorlesung keine so überwiegende Rolle spielen. Sodass wir sehen, dass wir zumindest mal hier 11 wichtige Therapieprinzipien dann besprechen müssen, sodass wir jetzt schon sehen, dass wir wahrscheinlich einen ganz großen Haufen an Vorlesungen hier zusammenbekommen müssen, um das umfänglich gemeinsam zu besprechen. So, machen wir einen weiteren Schritt und schauen uns das an, was ich so als Funktionsblöcke bezeichne. Das heißt also, wie können wir bestimmte Eigenschaften der 12 Antibiotikagruppen hier zusammenfassen? Das heißt, wir klären nochmal, welche Substanzen sind bakteriozid oder bakteriostatisch oder haben eine Phototoxizität in Verbindung mit Sonnenlicht. Welche Substanzen können eine Redman-Symptomatik auslösen, das heißt die pseudoallergische Freisetzung von Histamin aus Mastzellen mit Blutdruckabfall, Urticaria-Flush-Symptomatik und so weiter. Welche Präparate gehen in der Schwangerschaft? Welche Präparate haben eine besondere Gefahr oder eine erhöhte Gefahr zur Auslösung einer pseudomembranösen Colitis? Wir erinnern uns hier an Clostridium difficile, die kann Antibiotika ausgelöst werden, weil wir natürlich das Mikrobiom im Darm verändern und somit Clostridium mehr Raum zur Verteilung dann auch hier entsprechend schaffen. Und wir müssen nochmal schauen, welche Präparate sind geeignet zur Behandlung intrazellulärer Erreger wie Rickettsien, Legionellen, Chlamydien, Mykoplasmen, die wir eben kennengelernt haben. Ich möchte Ihnen ans Herz legen, vielleicht sich selbst ein System zu erarbeiten, mit dem Sie das relativ einfach zuordnen können. Jetzt lächeln Sie vielleicht über mich, aber ich kann es ja nicht sehen, weil Sie schauen sich das als Video an. Ich habe versucht, wo immer es geht, mir Merkkombinationen dann ja, einzuprägen mit der entsprechenden Situation, die es für mich ganz einfach machen, die entsprechenden Präparate dann im Kopf zu behalten und sie wie aus Zauberhand dann an die Tafel zu bringen. Diesen Mechanismus möchte ich dann mit Ihnen auch nochmal durchführen, wenn es um die Infektionserkrankungen geht und wir bestimmte Erreger unserem Infektionsgeschehen zuordnen müssen. Auch dort habe ich Kürzel generiert, die ich mir gemerkt habe, die es ganz einfach machen, dann auch komplexe Keimkombinationen hier zu behandeln oder zu behalten. Was wir jetzt machen, wir beginnen mal, unglücklicherweise habe ich jetzt für das erste Kästchen unserer Bakteriziden, Antibiotika, kein Kennwort, aber für alle anderen gilt das und Sie haben die Möglichkeit, das zu übernehmen oder irgendwie das selbst für sich sich das einzubringen. Wenn wir schauen, welche Antibiotikagruppen sind Bakterizid, das heißt töten unsere Erreger ab, das wären unsere Beta-Lactam-Antibiotika, das wären Amino. Glykoside, das wären Fluorchinolone, das wären unsere Glykopeptide, dann wäre das noch Rifampicin, das packe ich jetzt aber hier nicht drauf, weil wir Tuberkulosebehandlung hier außen vor lassen, Glykopeptide und das wäre unser Phosphomycin. Damit hätten wir die zusammen. So, jetzt wird's easy. Mit unseren Abkürzungen bakteriostatische Antibiotika merke ich mir mit MTC. Ja, Sie können das vielleicht auch noch mit was anderem verbinden, wie zum Beispiel jetzt keine Werbung machen, mein Taunuszentrum. Ja, dann ist es noch einfacher zu behalten. MTC würde stehen für Makrolide. So, T würde stehen für Tetrazykline. Und C
würde stehen für Clindamycin. So, jetzt gehen wir weiter. Phototoxizität in Verbindung mit Sonnenlicht. Koflute. Ja, klingt zwar blöd, macht es aber einfach. Cotrimoxazol ist hier ganz einfach. Fluorchinolone haben Phototoxizität und selbstverständlich natürlich unsere Tetrazykline, einfach zack, fertig. Ja, wie von Zauberhand geht es an die Tafel. Retinensymptomatik, VTC, ja, statt mein Taunus jetzt VTC, ganz einfach. V steht für Vancomycin, T steht für die verwandte Substanz Teicoplanin und C steht für Ciprofloxacin. Ciprofloxacin. Welche kann ich in der Schwangerschaft einsetzen? PCN, easy, Penicilline. So, dann C für Cephalosporine der zweiten und dritten Generation meistens. Also schreiben wir hin, Cephalosporine. So, und dann hätten wir M klassischerweise Makrolide. Ja, einsetzbar in der Schwangerschaft. Pseudomembranöse Colitis kann ausgelöst werden durch größte Gefahr Clindamycin C. Also unser Linkosamid. Dann kann es ausgelöst werden durch Cephalosporine. Ja, schreibe ich jetzt nicht mehr aus. Cephalosporine und zwar der zweiten und dritten Generation, werden wir uns alles im Detail anschauen. F, logisch, Fluorchinolone. So, und dann haben wir zweimal A, das wäre Ampicillin und Amoxicillin. So, fertig sind wir. Sie sehen, wie einfach eine solche Abkürzung übersetzbar ist in die entsprechenden Substanzen. Und dann haben wir noch die intrazellulären Erreger. Und das sehe ich hier, das kann ich jetzt einblenden, dann brauche ich das nicht alles an die Tafel schreiben. Das Kennwort ist MAT, FRVT, ja, kann man sich merken, MAT, FRVT. Dementsprechend Makrolide, Aminoglykoside, Tetrazykline, Fluorchinolone, Rifampicin, Vancomycin, Teicoplanin. Damit haben wir sie zusammen, ja, wie von Zauberhand aus dem Kopf an die Tafel. Mir hilft das sehr, diese Kürzel dann zu generieren, weil ich brauche als gedankliche Leistung nämlich dann nur die entsprechende Situation mit dem Kürzel verbinden und das merke ich mir und dann rolle ich das auf und bekomme die Information dementsprechend zur Verfügung. Als allerletztes werfen wir jetzt nochmal einen Blick auf ein dynamisches Geschehen, ja, im Blick auf Resistenzentwicklung in Verbindung mit Penicillinen, ja, oder dann auch mit Glykopeptiden, also in Bezug auf Zellwandsynthesehemmer. Dass wir einfach mal schauen, wie sich so ein Problem gestaltet und wie sich das entwickelt. Also wir haben gesehen in meiner Einführungsteil ganz am Anfang der Vorlesung, Sir Alexander Fleming hat das Penicillin 1928 identifiziert und isoliert und Anfang der 40er Jahre des letzten Jahrhunderts, ja, das heißt also praktisch um 1940 Produktion im industriellen Maßstab, ja, haben wir dann das Penicillin zur Verfügung. So, und jetzt dauert es genau etwa 20 Jahre, machen wir mal so, bis ins Jahr 1960 und plötzlich taucht jetzt etwas auf, ja, was wir vielleicht nämlich mal die rote Farbe bezeichnet als Methicillin-sensitiven Staph aureus. MSSA. So, was ist passiert? Es ist
passiert, dass die Bakterien ganz dynamisch auf den Selektionsdruck geantwortet haben, den man mit Penicillinen auf ihre Zellwandsynthese auslöst. Wir erinnern uns, grampositive Keime, Peptidoglykanschicht direkt zugänglich oder Neisserien, Treponemen, Spirochäten, also Treponemen und Borrelien durch ihre Purine zugänglich, die Peptidoglykanschicht, Hemmung der Transpeptidase oder des penicillinbindenden Proteins. Was machen die Bakterien? Die erwerben Resistenzen, die in der Natur ohnehin schon lange, lange evolutionär vorhanden waren, die sich dann aber über entsprechende Plasmide dann verteilen und die kodieren sogenannte Beta-Lactamasen. Und das mache ich vielleicht mal in Blau hier drüber und schreibe das mal aus. Beta-Lactamasen. Das heißt Enzyme, die in der Lage sind, die strukturell wichtige Struktur unserer Beta-Lactam-Antibiotika, zu dem das Penicillin gehört, zu spalten und die Substanz unwirksam zu machen. Daraufhin hat man reagiert und hat Penicilline modifiziert. Und das, was man dann generiert hat, das schreibe ich vielleicht mal hier drunter, das waren dann die sogenannten Is-Oxa- Zylylpenicilline, echte Zungenbrecher. Isoxazylylpenicilline. Durch Modifikation wurde der Beta-Lactonring, den wir brauchen für die Interaktion mit der Transpeptidase, sterisch geschützt. Schauen wir uns in der nächsten Vorlesung im Detail nochmal an. Das heißt, kein Zugang mehr, ja, für die entsprechenden Beta-Lactamasen. Und eine Substanz, die in die Gruppe der Isoxazylylpenicilline hier gehört, war das sogenannte Meticillin. Als Isoxazylylpenicillin, Beta-Lactamase oder Penicillinase stabil, um das korrekt jetzt auszudrücken. Das bedeutet also, unser Meticillin, sensitiver Staph aureus, der wird jetzt antibiotisch behandelt, weil wir ein Antibiotikum haben, das durch seine Penicillinase nicht mehr gespalten werden kann. Er wird also Meticillin-sensitiv, ja, sodass also, und das können wir hier vielleicht nochmal andeuten, ja, durch die Isoxazylpenicilline dieser Keim getötet werden kann. So, neuer Druck auf die Bakterien unter Verwendung von Antibiotika. Das bedeutet, es dauert weitere 20 Jahre, wir kommen ins Jahr 1980. Was taucht auf? MRSA. So, 20 Jahre später haben wir den Meticillin-resistenten Staph aureus. Das heißt, die Wirkung unseres Meticillins ist verloren gegangen. Das heißt also praktisch, dieses Bakterium ist durch einen weiteren Resistenzmechanismus unserem Prinzip entgangen. Und das hat er gemacht. Und jetzt muss ich mal schauen, dass ich bei der richtigen Farbe bleibe, weil er das sogenannte Penicillin-bindende Protein mit der Nummer 2 entwickelt hat. Das heißt, wir haben eine Alternative zur ursprünglichen Transpeptidase, die durch Penicillin ausgeschaltet wird, die so verändert, dass jetzt unsere Penicilline wirkungslos werden, weil wir ein anderes penicillinbindendes Protein haben. Das wird nicht mehr gebunden und dementsprechend können diese Bakterien ihre Peptidoglykanschicht munter weiter synthetisieren, auch in Anwesenheit von Penicillin. Das heißt also blöd, jetzt unsere Beta-Lactam-Antibiotika wirken nicht mehr. Was hat man gemacht? Gucken wir mal, schreibe ich jetzt hier drunter. Man hat eine neue Stoffgruppe entwickelt und das waren die Glykopeptide. Mit den Vertretern Vancomycin und Teicoplanin. Die sind jetzt in der Lage, die Peptidoglykanschichtbildung zu hemmen, ohne die Transpeptidase. Das heißt, die lagern sich an Oligopeptide an, auch das werden wir uns noch anschauen, und machen so ebenfalls eine Auflösung des Peptidoglykankorbs. Das bedeutet, dieser medizilinresistente Staph aureus kann jetzt entsprechend durch Glykopeptid-Antibiotika getötet werden. So, was passiert? Sie können sich denken, 20 Jahre bis ins Jahr 2002.
Und dann bleiben wir beim Rot. Was taucht auf? Das taucht auf. Und das taucht auf. Steht für vancomycin-resistente Enterokokken. Ja, oder heute bezeichnet man sie eher als, und vielleicht schreibe ich das nochmal drüber, als GRE, also als glykopeptidresistente Enterokokken und vancomycin- oder glykopeptidresistente medizininresistente Staph aureus. Das heißt also, die Wirkung unseres Glykopeptids geht verloren, weil die Bakterien jetzt ihre Oligopeptide genau dort verändern, wo das Glykopeptid bindet. Ja, der Selektionsdruck ist so groß, dieses wird ebenfalls über Plasmide verbreitet, ja, und diese Oligopeptide werden genutzt. Die Glykopeptide können nicht gut binden, das heißt also, die Peptidoglykan-Synthese wird nicht großartig gestört. Wir bekommen glykopeptidresistente Keime. So, was hat man gemacht? Man hat entwickelt Linezolid, haben wir eben schon kennengelernt, wo wir gesehen haben, ist ein Initiationshemmer für Gram-positive Bakterien, die wir ja mit unseren Enterokokken und auch mit unserem medizininresistenten Staph aureus hier haben. Also das funktioniert gut, ja, sodass also jetzt unsere glykopeptidresistenten Keime mit Linezolid ebenfalls getötet werden können. Machen wir dann entsprechend hier. Hat wieder gut funktioniert. Was wir jetzt aber machen, jetzt schauen wir mal, 40, 60, 80, 2002. Die Vorlesung wird aufgenommen im Jahr 2021. Ich mache das mal mit einem Fragezeichen. Das heißt, wiederum sind 20 Jahre vergangen. Das heißt, wir treten dann wahrscheinlich zu erwarten demnächst in das nächste Problem ein, dass diese Keime auch resistent werden gegen das Linezolid und dann geht uns so langsam die Munition aus, sodass wir also sehen, ja, dass die antibiotische Therapie in der bakteriellen Welt oder besonders bei den Keimen, die wir behandeln wollen, eine extreme Dynamik in Gang setzt. Ja, der Selektionsdruck wird erhöht und die Bakterien mit ihrer kurzen Generationszeit und der Möglichkeit, Informationen über kleine Plasmide dann auch zu verteilen, auch zwischen verschiedenen Spezies zu verteilen, die ermöglicht eine rasche und dynamische Anpassung an diese Situation, die unter Umständen besorgniserregend dann werden kann. So, damit hätte ich erstmal genug erzählt als Einführung, weil wir wollen ja noch eine ganze Menge mehr machen. Das werden wir aber spezifisch auf die Antibiotikagruppen dann entsprechend übertragen, sodass ich jetzt hier die Vorlesung beende und praktisch Ihnen empfehle, dann mit der nächsten Vorlesung weiterzumachen, wenn Sie das möchten. Und dann wird es gehen um die erste Gruppe der Beta-Lactam-Antibiotika und das werden sein die Penicilline. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.